Hello there. Morgen. You know what I like about you, Jack? You know how to keep things off the books. Try to go up the balcony. Go down that hall. The safe will be in his room. You know what to do. Ja, Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Gameplay. Und zwar spielen wir heute American Theft 80. Alles klar, ihr wisst, was ich meine. Ein neues Spiel, quasi ein Abklatsch bzw. eine Verbesserung vom Thief Simulator. Und ja, es gibt einen Prolog, den will ich mal anzocken. Und wir fangen schon an einzubrechen. So, rein in die Olga. Ja. Okay, ich habe das Spiel noch nicht gezockt. Ich probiere es gerade einfach mal ein bisschen aus. Wir müssen ein bisschen leise sein, hier geht eine Wache rum. I better hide. Wait him out. Oh, na sowas, da steht ja ein Schrank, der offen ist. Hello there. Morgen. So, ja, ist hier irgendwie eine Geräuschkulisse oder kann ich... Oh, Tatsache. Letzte Kuh macht's Gatter zu. So. Ich weiß nicht, bei wem wir hier einbrechen. Auf jeden Fall hat derjenige ein Bild von sich selbst einfach mal an die Wand geklatscht, anscheinend. A painting of himself in his bedroom? Gut, sag ich doch. Must be how he gets in the mood. Get down to the ground! Ja, gut. You must be new here, 'cause you see, this here's the mayor's house. Das Haus des Bürgermeisters. Alles klar. I bet the tour guide didn't spell that out for you. But don't worry, I'll set you up in the best hotel in town. Das ist ja lecker. Welcome to Shady Woods, boy. Ja, das war dann wohl unser erster Einbruch. Caught by a small town cop? I bet you're glad it's off the books. Sunrise Motel, room 2. Oh, na sowas. If you can still sneak past one lazy guard anyway. Ein Schlüssel, wie kommt der denn da hin? Ja, jetzt hat man uns unsere ganzen Sachen geklaut. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt viel hatten, aber ich denke mal nicht. So, F ist Aktion. Schlüssel benutzen. So. Ah, nice, okay. Die Asservatenkammer. Jetzt kriegen wir unseren Rucksack wieder. Schön. Oh, und noch ein Schlüssel. Kann man hier noch was anderes stibitzen? Sind hier irgendwie so Drogen oder so, die man verticken kann? Oh, hier ist ein Safe. So knacken. Ah, okay, haben wir nicht. Ob wir hier später nochmal zurückkommen können? Schlüssel. Ah ja, okay. Und zack. Ja. Nimm den Bus. Na klasse, Meistereinbrecher und wir fahren Bus. Stell dir mal vor, du brichst aus dem Knast aus, stellst dich gegenüber an die Bushaltestelle und wartest auf den Bus. Wo wollen wir denn hin? Wahrscheinlich da, ne? Aha. Ja, schön, wir sind wieder aus dem Knast draußen. Wir sind jetzt hier in einem Motel.
Ah ja, gut, das ist also unser Zimmer. Perfekt. Hallo? You're still on the job, but you're not gonna be able to just sneak in there again. You're gonna have to go the slow way. The cops have got your car on the lot. Grab it and go to Bar 66. Talk to Stax. He'll set you up in this town. Okay. Wir sollen uns in einer Bar eintreffen. Oh, jawohl, ja, wir haben ein Auto. Das ist noch beschlagnahmt. Okay. Ja gut, Das war unser zweiter Einbruch. Ich würde sagen, damit ist das Gameplay erstmal beendet. Yep. Schlafen? Ach, man kann hier drin schlafen. Na, mal gucken, was uns hier erwartet. Perfekt. Also. Zweiter Einbruch. Wir sollen sein Motorrad wieder zurückholen. Gut, ja, dann schauen wir mal, ob unser zweiter Einbruch jetzt besser funktioniert. Wo müssen wir wieder hin? Anscheinend auch. Oh, Kacke. Weg hier. Geht ja schon mal gut los. Okay, wir konnten sie abhängen. Alles gut. Okay. Das heißt, das ist wohl auch wie beim Thief Simulator. Man muss die Leute ein bisschen beobachten. Okay, wir müssen warten bis Mitternacht. Dann machen wir ein kleines Schläfchen im Auto. So, wir gehen jetzt nochmal. Ah ja, sehr nice. Ist aber überhaupt nicht auffällig. Auto steht hier, Lampen an, Motor an. Wahrscheinlich nur die Heizung am Laufen. Aber wir haben jetzt noch nicht ganz Mitternacht, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Verkleide dich. Ach, wir haben uns nicht verkleidet. So. Ausrüstung wechseln. Tarnung. Nice. So. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. So, wir sollen also auch schon ein Motorrad halten. Ach da. Boah, okay, hat das nicht gesehen. Das war beinahe unser zweiter. I guess I should steal something while I'm here. Stiehl einige Gegenstände aus den Häusern. Ja, gut. Wenn es Set nicht erd, ist die Million nicht wert. Wir nehmen ja alles mit. Oh, noch mehr Geld. Loser. Oh, und was haben wir da? Set. Ah, keine Ahnung, nehmen wir mit. Ich würde auch gerne da rein, da sitzt jemand. Ah, hier ist das Motorrad. Ist allerdings Kernschrott. I won't be driving this off into the sunset. Better go tell Stax, his bike is a pile. Ich habe gesehen, hier liegt noch Bargeld. Und Kassetten. Ein Toaster. Können wir auch mitnehmen. Alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Ich würde sagen, wir gucken jetzt trotzdem nochmal hier in die Hütte. Wasserkocher. Komm, verticken wir. Kann ich hier hoch? Voll. Und weg hier. Ja, dann kriegen wir gleich einen auf die Fresse, weil sein Motorrad kaputt ist. So, war denn jetzt nochmal die Bar hier? Ja, gut, dass das nicht so weit weg ist. Ist quasi direkt um die Ecke. Hätte auch mal eben selber hingehen können. Schön. So, jetzt will ich aber mal vorher gucken. So, Pfandhaus. Der Verkauf von Gegenständen ist der beste Weg, um Geld zu verdienen. Halte von Zeit zu Zeit bei einem Pfandhaus in der Nähe an. Schön. Aber dann machen wir doch.
Können wir nämlich erstmal unsere Sachen verticken? Reden. Was hast du zu verkaufen? Das sind die Sachen, die wir haben. Ne? Die können wir alle mal. Was bringen uns die Schuhe? $3 nur. Kassetten 5. Der Toaster hat viel gebraucht und der Wasserkocher. Schön. Und wir können einen Hammer kaufen, dann machen wir da mal. Sonst hat er nichts. Echt enttäuschend. Echt enttäuschend. Okay, jetzt aber nochmal zurück. Wir klauen jetzt die Motorradteile. Wir fahren jetzt mal vorsichtig. Ich will nicht schon wieder die Bullen hier am Hals haben. Na gut, ist doch gar nicht auffällig oder so. Oh, nice. Tür ist offen. Oh. So, wie mache ich denn jetzt? Ah ja. Schön. Okay, das war's schon. Ja, cool. So, rede mit Stax. Hallöchen. Bin wieder da. How you doing? Okay. Ja, perfekt. Ab zum nächsten Einbruch. 4 Schallplatten sollen wir klauen. Und wir sollen nichts kaputt machen. Ganz wichtig. So, Freunde, das war's jetzt erstmal für die erste Folge von American Theft 80s. Ich lerne noch, wie man das ausspricht. Ja, ihr habt da noch einen kleinen Einblick, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Abonniert mich sehr gerne. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, haut rein. Oh, guck mal hier, Wasserkocher. Der bringt was. Ja, nice. Oh, dann nehmen wir auch noch mit. Alles, was Geld bringt. Stop right there! Oh nein! Ah, raus! Hopp, hopp! Oh nein! Nein, 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 nein